Kellerduell in der Tiroler Wasserkraft Arena. Der HC Innsbruck empfängt HDD Telemach Olympia Ljubljana. Die Haie sind ja das einzige Team der Erste Bank Eishockeyliga, die noch auf einen vollen Erfolg warten. Das soll sich heute ändern. Aber er hat sicher was dagegen. NHL-Star Jan Mursak hat bereits in der letzten Runde seine Klasse aufblitzen lassen. Ja, und der hat auch in der ersten Szene gleich einen Auftritt. Die grünen Drachen starten auf jeden Fall besser in die Partie. Siebte Spielminute. McBride auf Mursak und der mit dem idealen Zuspiel für Chris Delvis. 1:0 für Ljubljana. Perfekter Start für die Gäste. Und in dieser Tonart geht es auch weiter. Mit Fortdauer der Partie werden die Drachen nämlich immer stärker. Der Puck will einfach nicht weg. Coulomb legt quer und McBride sagt danke. 2:0. So einfach geht das. Die Tiroler wirken bereits im Anfangsdrittel angezählt. Offensiv bringt man kaum etwas zustande. Ja, und in der Verteidigung wirkt man überfordert. Wieder schneller Gegenzug. Coulomb mit dem Auge für Erik Banze. Und der hat den Torriecher. Das sieht alles sehr einfach aus. Eigentlich zu einfach, würde ich sagen. Eine Offensivaktion der Hausherren haben wir dann aber doch zu bieten. Wirklich gefährlich sieht das aber nicht aus. Aaron Fox kommt nicht mal richtig zum Abschluss. Ja, die schlechteste Defensive der Liga präsentiert sich wie gewohnt schwach. Aber das schaut in den zweiten 20 Minuten, zumindest zu Beginn, etwas besser aus. Obwohl die erste Szene wieder den Slowenen gehört. Die Tiroler bringen den Puck abermals nicht raus. Šiga Panze ist zur Stelle und es steht 0:4. Die Haie haben diese Partie aber noch nicht aufgegeben. Zumindest beweist man Moral und erkämpft sich förmlich die Torchancen. Jerry Kuhn hat bei diesem Schuss von Michael Bartlett aber keine Probleme. Ja, einmal wird es im zweiten Drittel noch gefährlich vor dem Ljubljana-Tor. Aber abermals Jerry Kuhn mit tollem Reflex. Der Schlussmann von Ljubljana hält die Null fest. Und so geht es eben mit 4:0 für das Team von Interimscoach Bojan Zajc in das Schlussdrittel, wo die Slowenen wieder richtig Gas geben. Innsbruck in Unterzahl. Und die Slowenen lassen die Scheibe richtig gut laufen und können schlussendlich diese numerische Überlegenheit auch ausnützen. McBride mit dem Rebound zum 5:0. Innsbruck schlittert in ein Debakel und Ljubljana scheint kein Mitleid zu haben. Wieder der Puckgewinn für Ljubljana. Aleš Mušić legt quer und Matej Hočeva macht das halbe Dutzend perfekt. Ja, was soll man da machen? Heute geht einfach gar nichts für das Team von Daniel Nord. Und es sollte noch schlimmer werden. 48. Minute. Olympia in Unterzahl. Wieder laufen die Haie nur hinterher. Und Jan Mursak hat das Auge für Djavaric. 7:0. Aber einmal klappt es dann doch. Die letzte Aktion gehört nämlich den Innsbruckern. Besser gesagt Patrick Mösmer. Ljubljana bekommt den Puck nicht weg. Und der Österreicher macht zumindest den Ehrentreffer für die Tiroler. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Olympia feiert einen Kantersieg. Die rote Laterne bleibt in Tirol. Dieses Wochenende war sehr wichtig für uns. Wir haben unser Bestes gegeben, aber leider haben wir am Freitag verloren. Heute hat das schon besser geklappt. Wir haben stark begonnen und von der ersten bis zur letzten Minute gutes Eishockey gespielt. Und daher sind wir sehr glücklich. Wir verschlafen das erste Drittel meistens und dann ist es schwer, etwas 3:0 hinten zu sein und dann zurück ins Spiel kommen. Wir haben dann immer so Phasen, die wo wir
wo wir dann das Spiel ein bisschen dominieren, aber das ist viel zu wenig.